Oh, und damit herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Stalker Shadow of Chernobyl. Und zwar, die letzte Aufnahme ist ja schon eine ganze Weile her. Das liegt daran, dass ich ein Virus auf dem Rechner hatte und da das Spiel ja noch von CD installiert ist bei mir, haben sich die Spielstände gleich mit verabschiedet, als ich den Rechner neu gemacht habe. Dementsprechend hatte ich dann keine große Lust mehr, das Spiel nochmal nochmal neu zu machen, aber ich habe mir neue Texturen runtergeladen. Sieht halt ganz so wieder ein bisschen hübscher aus. Das Ding ist halt einfach nur, ja, es ist mir persönlich ein bisschen zu hell für eine Apokalypse. Aber hey, es sieht hübscher aus, die Gegner sehen hübscher aus. Das Texturenpaket ist das Fotorealistisch 2 irgendwas, Z2 irgendwas. Halt PRZ2. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das heißt. Hab's mir nicht gemerkt. Aber damit sind wir jetzt Deep Freeze an der Bar angekommen. Non-Deep Freeze. Läuft auf jeden Fall. Guck mal, da war denn hier drin. Irgendwas gesehen gerade, oder? Kann man das kaputt machen? Ich habe nämlich gemerkt, man kann Kisten und so nämlich zerdeppern. Und dann kriegt man noch Zeug raus. Voll super. Wusste ich bisher nicht. Ja, und damit geht's jetzt zur Bar. Was kannst du mir sagen? Gab ein Massaker. Ah, ich habe gerade keine Lust auf Hundelager. Okay, komm. Räuch einfach mal Hundelager aus. Dann machen wir das mal hier schnell. Was ist das denn hier? Ja, da ist es auch schon. Da Hundelager ausräuchern und los geht's. Vielleicht kriegen wir ja einen Pseudo-Hundeschwanz. dazu, ich habe noch neues Equip. Ich habe die ganzen Artefakte, die ich gefunden habe, verkauft. Ah, das sieht doch mal aus wie Tiere, die ein bisschen in der Apokalypse leben, oder? Schade, keine Hundeschwänze. Weil die sind echt selten, muss ich sagen, ne? Also, keine Ahnung. So. Ich bin hier wegen des Auftrags. Fleischklumpen. Er hat keinen Auftrag mehr. Dann gehen wir jetzt auf zur Bar. Gucken, was der Barkeeper für uns hat. Ja, raus hier Stalker, raus hier Stalker, ja. Oh, Arena. Das steppen wir gleich auch mal rein. Bar. War das hier? Nö. Wo ist denn die? Ach, da. Ich sagte, komm rein. Steh da nicht rum. Okay. Ja. Oh, Essen. Da kannst du nicht rein. Okay, da ist der Barkeeper. Hey, Gezeichneter, hast du die Dokumente aus dem Institut mitgebracht? Natürlich. Das war großartig, Gezeichneter. Endlich haben wir die Dokumente. Ich muss sie mir ansehen. Vielleicht finde ich dann einen Weg in den Norden. Während ich das tue, kannst du in der Arena kämpfen, wenn du Geldprobleme hast. Arnie ist der Inhaber und ich habe seine Koordinaten hochgeladen. Okay, die Dokumente, die du aus dem Institut mitgebracht hast, klären einige Dinge. Aber uns fehlen noch ein paar Informationen, um das große Ganze zu erkennen. Es wird ein gewisses Labor X18 erwähnt. Die Beschreibung passt zu den verlassenen unterirdischen Gewölben im dunklen Tal. Sieht so aus, als müsstest du dorthin und die Informationen beschaffen. Das Labor ist verschlossen. Du wirst 2 Schlüsselcodes brauchen, um reinzukommen. Trinken wir nochmal auf ihn. Einen kann ich dir geben. Er war ein guter Stalker. Aber musst du dir von Boar im dunklen Tal besorgen. Du musst nur den 2. Schlüssel zu Labor X18 finden, dort eindringen und die 2. Ladung Dokumente holen. Vergiss nicht, dir deinen Schutzanzug zu besorgen, sonst hast du nicht die geringste Chance, das Labor zu erreichen. Wirst du es tun? Natürlich werden wir das. Oh, neuer Stalker-Anzug. Lass mich in Ruhe.
Wie gesagt, hier, den Anzug hatte ich mir geholt durch die ganzen, durch die ganzen Artefakte, die ich mir hier besorgt habe, sag ich jetzt mal. Ja, dann können wir den jetzt verkaufen. Oh, neue Waffe, nehmen wir direkt mit hier. Komm, die Munition. Die Munition hier können wir verscherbeln. Die Waffe brauchen wir dann auch nicht mehr. Und die ganze Munition kann auch weg. Bekommen wir noch ein paar von den X-Rays, dann brauchen wir eh nicht so viele. Ein paar hiervon, ein bisschen hiervon. Und ein paar davon. Hier, weg, alles muss raus. Und die Artefakte weg. Dann müssen wir nur noch die Hälfte bezahlen. Und los geht's. Komm her, für Leute wie dich habe ich schon was Interessantes. Ahnung, Hans mit Inflation, ich möchte ein paar. Das Dreadox-Gruppe. Nee, komm. Den Meisterstalker töten. Komm, mach den auch noch weg. Meine Informationen könnten nützlich für dich sein, Stalker. Komm her. Für Leute wie dich habe ich immer was Interessantes. Meine Informationen könnten nützlich für dich sein, Stalker. Alle nichts Tolles für uns dabei, keine Aufträge. Oder hier, den Verräter töten. Meine Informationen könnten nützlich für dich sein, Stalker. Trinken wir nochmal auf ihn. Er war ein guter Stalker. Komm, den nehmen wir auch nochmal mit hier. Ich schätze, das ist Schicksal. Hier noch ein bisschen was zu essen. Und ein paar Informationen. Ja, gar nichts für uns. Und der wollte ja Hilfe, ne? Verdammt. Komm, tut uns ein bisschen leid. Ja, die Blutsauger kennen wir. Noch aus dem Tunnel. Unter dem Militärlager. Sollen wir das wirklich machen? Na, komm. Ja, dann, bevor wir jetzt wirklich losgehen, schauen wir uns nochmal die Arena an. Machen wir da nochmal was platt. Weiß ich nicht. War die jetzt nochmal? Ah, da. So, und da man ja in einer Arena bekanntlich sterben kann, ne, was schon mir passiert ist, ich sag erstmal hier saven. Und dann gehen wir in die Arena. Neues Frischfleisch in der Arena bekommen. Einer der Marinen wird heute Hundefußler. Wortwörtlich. Fangen wir an. Haben wir, was haben wir? Pistole und Messer. Na dann. Oh, der hat mich aber gut getroffen. Das war ja leicht. Nehmen wir erstmal unser ganzes Zeug wieder. Und gib mir Geld, da haben wir unser Geld. So, bevor wir jetzt den nächsten Kampf angehen, erstmal wieder speichern und weiter geht's. Zwei Konkurrenten um einen Platz unter der Erde. Beide haben die erste Runde geschafft. Zeigt, was ihr gelernt habt. Los! Okay, kann man jetzt. Oh, jetzt wird's hardcore. Ich bin so schlecht im Schießen. So. Der Medkit nehmen hier wieder voll. Und weiter geht's. Jetzt.
Alleine gegen zwei, das ist ja voll unfair. Und andere nur mit Schredderflinte. Mann, das kann jetzt was werden. Der lebt immer noch. Nein. Wo ist der andere? Kacke. Endlich. Komm bitte, hab Munition dabei. Mist. Ja, wo ist der? Boah, ganz knappes Ding. Boah, ich hab mich gespeichert vorher. Lass mal wieder heilen. Und speichern. Das war knapp. Jetzt gegen drei, das wird immer besser. Achso, wir haben jetzt zwei noch dazu. Okay, das ist cool. Wie oft kann er bitte schießen? Wieso trifft er mich mit der Schrotflinte besser als der mit dem Gewehr? Oh. Ach so, das ist meiner. Aua. Hä? Von wo? Na egal. Laden. Und wieder geladen. Entschuldigung, den steht aber das Spiel stützt immer noch ab, wenn ich laden muss. Dann nochmal. Na dann jetzt mal vorsichtig. Genau, schieb ihn einfach mal in das Schussfeld. Danke. Jetzt aufpassen, dass die anderen beiden nicht zu nahe kommen. Okay, einer von meinen ist schon weg. Aua. Von wo treffen die denn? Einer weg, fehlen noch zwei. Wow, und die sind beide da hinten. Aua. Scheiße. Boah, knappes Ding. Puh. Ging auch nochmal gerade so gut. Nochmal schnell heilen und speichern. Und weiter geht's. So, jetzt gegen Armeeleute, okay. Wie jetzt? Ich alleine gegen die, oder was? Ich sehe schon, das gibt nichts. Noch haben sie mich nicht gesehen. Oh, so schnell kann es gehen. Alles klar. Und ein neuer Versuch.
weiter geht's. Ja, ich bin sogar verstellt. Ich hab aber eine Rüstung an, ne? Also, die kriegen mich aber ganz schnell ganz gut, muss ich sagen. Versuchen wir es nochmal mit der Rush-Technik. Boah, die halten viel aus. Ist total unfair. Boah. Einer weg, bleibt einer. Komm, speichern wir mal hier. Nichts mehr zum Heilen. Na. Oh, jetzt kommt. Ey, der hat ein ganzes Magazin gefressen. Nur 3 Schuss. Mit dem Messer. Ist nicht wahr. Mit dem Verkackten. Was haben die denn hier? Wie unfair. Hat schlechtere Sachen. Mann, er kann echt was geben hier. Zeit für dich zu zeigen, was du drauf hast. Die Wächter haben eine Banditengruppe gefangen genommen. Alles klar, jetzt gegen die Banditengruppe. Kann auch nichts geben, Mann. Oh. Na, kommt her, ihr Schnubbis. Ich mache euch alle nass. Echt jetzt? Nur ein paar Schuss und die sind weg? Kranker Scheiß. Na, versuchen sie jetzt von hinten zu kommen? Nee. Boah, die ist echt genau. So eine muss ich haben. So, wo ist der Letzte? Da. Oh, war nicht der Letzte. Ah, da haben wir noch einen. Was ist das jetzt? Die Waffe brauchen wir auf jeden Fall auch. Das ist geil. So. Nächste Runde. Achso, das war's. Okay. Mal gucken, was der Barmann jetzt wieder hat. Vielleicht hat er ja was Neues zu verkaufen. Das wäre doch super. Das war jetzt echt krass jetzt. Arena ist schon hart, muss ich sagen. Ja, ist gut. Verdammt. Gucken hier. Soldaten ausschalten, ich bin dabei. Banditen bei der Müllhalde ausschalten, ich bin dabei. Das Art Vergleichspumpen, das Fleischauge beschaffen. Sind beides Artefakte? Hm, nö. Er hat noch Munition. Okay, Munition. Können wir immer gebrauchen. So, was haben wir hier? Eine Pistole. Ist nur leicht besser als unsere. Ja, wenn man jetzt die Magazingröße noch hätte, das wäre super. Ja. Dann halt nicht. Bleibt's dabei erstmal. Ja, ist in Ordnung, ich will da gar nicht rein. So, dann gucken wir jetzt erstmal, wo unsere ganzen Aufträge sind. Das ist das dunkle Tal. Banditenlager. Lager vernichten. Ist da. Dann haben wir hier noch, das ist das Apogrom, ne? Ja. Gut, das Blutsaugerlager zerstören, das ist das Armeelager. Ich weiß nicht, ob ich da hin möchte. Die Waffe des Wächters ist auch hier, ne? Beim Apogrom. Dann müssen wir nochmal zum Apogrom zurück. Ja.
Ach, wir können noch was abgeben bei dem an Aufträgen. Zack, ich bin hier wegen des Auftrags. Verdammt, was läuft? Okay. Für Leute wie dich habe ich immer was Interesses. Da kannst du nicht rein. Da will ich nicht rein. Dann werden wir jetzt als erstes wieder zurück zur Müllhalde gehen und die paar Aufträge machen für ein bisschen Geld und noch sowas. Ja. Sind wir so schwer? 34.1, okay, das ist doch schon ein bisschen schwerer. Was haben wir eigentlich damit? So. Weil wir haben solch eine Waffe nicht mal. Ey, ey, ey! Oh. Ups. Alles klar. Müssen die Arena nicht nochmal machen. Ich hatte nämlich jetzt gedacht, müssen die nochmal machen. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Barkeeper, holen uns die Aufträge und gehen dann direkt weiter zurück zur Müllhalde, wenn das nochmal dieselben sind. Denn, wie gesagt, ich will noch ein bisschen vorher ein bisschen Geld scheffeln und, Ich sagte, komm rein. Ja, ist gut. Da die Sachen erledigen. So, Soldaten ausschalten, ich bin dabei. Ich möchte einen Auftrag bei der Müllhalde ausschalten, ich bin dabei. Fleischkrumm und so interessiert mich nicht. Oh, der hat noch jetzt. Der hat wieder anderes Zeug, cool. Ja, egal, wir holen jetzt erstmal nur die Munition. Fleischkrumpen können wir verkaufen. Und tschüss. Bis denne, Typ. Ja. Und dann würde ich sagen. Ich sagte, komm rein! Ich weiß nicht, was die Ursache. Die Ursache wahrscheinlich ist schon sehr spät. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel Zeit hat jetzt war. Durch die Sterberei habe ich das vergessen. Würde ich sagen, im nächsten Part machen wir die kleinen Aufträge und gehen dann direkt weiter. So, dann will ich jetzt mal herausfinden, was hier ist. Okay, tut mir leid. Wo geht's denn jetzt zurück? Muss dann da lang, ne? Ich muss durch diese Halle durch, oder? Ich hab keine Ahnung. Hier geht's nicht durch, also muss ich hier durch die Halle. Der da oben steht, dieser Verschwindestalker. Seht ihr? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Stalky Rocky Shadow of Chernobyl. Ja. Und lasst mal ein paar Kommentare da. Das wäre mir echt wichtig, dass ich ein bisschen Feedback bekomme, wie ihr das findet, auch mit den neuen Texturen. Ja, ich finde auch, das sieht ein bisschen zu hell aus für die Apokalypse, aber hey, da ist Blut. Also bis dann, ciao.